Ich denke, Radios sind immer gut in Silent Hill. Manu. Ja, aber erst wenn du die richtige Cutscene aktivierst. Ah, diese hier. Und du weißt, was das bedeutet. Ich vermute es ja. Radio. What's going on with that radio? Zuck. Ja. Jetzt wärst du langsam immer mit. Ich glaube, du kannst die Waffe ausrüsten, gute Frau. Equipment. Ganz gut, ja. So, jetzt noch wissen, wie man schießt. Mal in die Optionen schauen, da gab's Controller-Config. Action weiß ich, Light wusste ich noch nicht. Wie schieß ich denn? Wer ist mit Aim, R2. Ich nehme an, die Action-Taste ist die Schusswaffe. Schusstaste. Jein, also die Action-Taste ist die Interaktionstaste, aber da ich mit R2 auch aime. Ach, renn da doch mal aus der Ecke, du Vollhorst. Das ist kein Horst, das ist ein Harry. Ein Harry. Aber ja. Na gut, ich habe gerade gespeichert. Also diese Steuerung ist irgendwie gewöhnungsbedürftig? Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist der wohl Funktion Search View. Okay. Die Deppenfunktion. Infos für Deppen. Danke. Das habe ich hier jetzt schon alles eingesammelt. Die Heiltränke hast du, das Messer hast du? Scheinbar ja. Dann hat er nochmal automatisch zwischengespeichert. Schön, ne? Das ist nett. Aber du hast wieder die Waffe nicht ausgerüstet. Ach ja. Radio. What's going on with that radio? Diese Emotionen in meiner Stimme. Sie überschlagen sich. Wie dieses Diesmal Radio. Zuck ich nicht. Aber es haut dich trotzdem voll auf die Schnauze. Ich habe auch keine Ahnung, ob das Absicht ist, dass es da oben links so grün wird oder ob das am Emulator liegt. Was meinst du? Egal. Du meinst beim Face? Ja. Das ist deine Lebensanzeige quasi. Wenn es orange wird, bist du so mittelprächtig und wenn es rot ist, solltest du dich besser heilen. Komm. Komm. Und wenn dein Controller vibriert und am besten nochmal drauf treten. This is not a dream. Oder kann Harry das schon? Kann Harry schon treten? Nein, kann ich nicht. Ich will das Radio mitnehmen. Danke. So, und... Achso, falsche Taste. Lass mich raten. Ja, jetzt ist das nicht mehr so grün. Hau nur rein, du hast zwei. Das sieht besser aus. Lalala. Tschüss. Noch lollt sie. Ja. Um meine Angst zu überspielen. So, jetzt bekommst du sogar einen Hint. Einen ganz unauffälligen. Ah, okay. Das ist die Gasse, in der wir gerade eben schon mal drin waren. Das Café ist da, das heißt, ich muss jetzt rechts von Harry aus gesehen, links, das heißt, da. Was ist das da? Ja, warum liegen die hier einfach so auf der Straße rum? Weil du auf normal spielst. Ja, aber ich meine so Realismus. Du sollst mir jetzt nicht Metagaming, sondern warum zur Hölle liegen hier in einer Stadt so mitten auf der Straße? Weil es Silent Hill ist. Das könnte Gründe haben, warum hier. Einfach weiter. Am besten ist einfach davonlaufen. Ich will nicht kämpfen. Nee, hier auf der Straße hat das sowieso nicht viel Reiz.
Das klingt so, als kommen hier wieder welche. Ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du auch. Das. So. Puh. Höchstens du bist in einem kleinen Gebiet, dann so würde es sich wahrscheinlich lohnen. Aber hier. Oh Gott, das war also kein Traum. Das ist natürlich schade. Ja, bedauerlich. Ich meine, die fliegenden Monster hätten ein Hinweis sein können, aber. Psst. Ich meine, du weißt es ja höchstwahrscheinlich, aber ich frage mich. Es war ja nicht so hundertprozentig sicher, ob das nun ein Cheryl ist oder nicht, dieses Mädel, was da weggerannt ist. Da war Harry sich ja nicht so ganz sicher. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch rauskriegen. Ich vermute ja, dass wir es rauskriegen, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich das wissen will. Sie sah aus wie das Mädchen aus dem Intro. Ja, aber Harry war sich nicht sicher. Das spricht nicht für Harrys Vaterqualitäten, aber egal. Das erkennt man sofort. Wow. Ja, also die breiten Augen, die da so über das Gesicht hinausreichen. Das heißt, diese ausdrucksvollen Gucker. Da liegt noch mehr, Harry. Ich möchte, dass du das da auch noch untersuchst. Danke. Isn't this Cheryl's sketchbook? Hm. She's at the school. Ah. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieser Gasse nun weiter folgen will oder ob ich zurückgehe. Das ist eine Sackgasse. Das war es wohin noch nicht. Komme ich hier nicht durch? Tatsächlich. Okay, das war wohin noch anders. Da war auch vorher noch mehr Blut und Tod und... Stimmt, hier stand der Rollstuhl vorhin, ne? In der Ecke hier gerade hinter uns. Ja. Rums. Gegen die Wand. Ja. Harry drückt sich die Nase platt. Lauf einfach. Ja, nicht wenn ich da eingekesselt bin. Au. Oh, da bin ich gespannt. Warum ist er schneller als ich? Nö. Warum aber ich bin schon gespannt, wie das restliche Spiel so wird. Das wird bescheiden. Ich höre schon wieder so ein Flappervieh. Oh Gott, auch noch zwei. Am besten Slalom laufen. Okay, dass das funktioniert hat, bin ich jetzt überrascht. Ja. Bin ich richtig? Ja. Ja, so etwa. Was tust du da? Ich will die loswerden. Na gut. Spar dir deine Kugeln für wichtigere Gegner auf. Wo bin ich denn gerade? Bin ich noch richtig? Ja. Ende der Straße, links abbiegen. Oh, guck mal. Da hört die Straße auf und da liegt Papier. Da. Ah, Kameraführung. Ich glaube, das war das Wichtigste. Da ist, glaube ich, gar nichts drauf. Okay. Jetzt bin ich bestimmt wieder auf dem anderen Weg. Bin ich noch richtig? Ja, okay. Dann laufe ich halt die nächste rechts ab. Oh Gott, noch so ein Vieh. Lass mich. Oh. Wow. Da geht's wohl auch nicht weiter. Es bietet sich übrigens an, auch die Metallstange für die Hunde zu verwenden. Ja, das ist eine Maßnahme. Also das Messer würde ich jetzt eher nicht benutzen, aber...
Okay. Es wäre gut, auf die einzuprügeln, bevor sie dir ins Gesicht springen. Ja, da kann das Harry ich nicht versucht. So, da kann Harry nicht so gut mit Hunden in seinem Gesicht. Ja, ja, ja. Ach, das ist Cheryls Handschrift. Sag mir das doch mal in-game, Leute. Wessen sollte es sonst sein? Weiß ich nicht. Wo ist denn diese Straße, die da drauf steht? Die ist noch gar nicht in deinem Gesicht. Da, okay. Hundehütte. Okay. Ich rate mal, ich komme jetzt noch nicht zu der Schule, weil da bestimmt alle Straßen kaputt sind. Das heißt, ich muss mal mich links rumdrehen und... You don't say... Aber wie gesagt, es bietet sich an, den Gegnern einfach aus dem Weg zu gehen. Ja. Das ist auch nicht die Straße, die ich will, oder? 11th Street? Doch. Stimmt. So, jetzt muss ich hier eine Hundehütte suchen. Möglicherweise. Gucken wir mal. Bei dem Nebel ist das ja auch fast keine schwere Aufgabe. Es zu übersehen ist nicht unbedingt gleich. Es zu übersehen ist eine ziemlich schwere Sache. Es könnte höchstens sein, dass du auf der falschen Straßenseite bist. Ja, ich renne die gleich auf der anderen Straßenseite nochmal wieder runter. Also jetzt. Ja, ich höre es flappern. Ich mag es nicht flappern. Dann geh weiter. Lauf weiter. Du, Dobi. Warum kann er durch die Bäume fliegen? Er hat Sonar. Er fliegt zwischen den Bäumen hindurch. Nein, er ist gerade durch die Bäume geflogen. Das hast du dir eingebildet. Das ist übrigens... Na? Lass mich rein. Klicken. Da. Verdammte Nervensägen. Ja. Kleiner Hinweis, wird dir jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht andere. Dieses Haus war Vorlage für ein Haus in dem Makerspiel Torch, das sich ja sehr an Silent Hill orientiert. Und es ist 1:1 dasselbe Untergeschoss von dem Haus von Judith. Bis auf die Tür, da ist in dem Fall eine Treppe. Aber mit der Theke und dem Tisch und dem Fernseher um die Ecke. Es ist genau dasselbe. Nur so. Ich kann speichern, ich kann speichern. Ja, das tut dir auch ganz gut. Hast du gerade einen Verbandskasten aufgesammelt? Den habe ich schon benutzt. Den hast du schon benutzt? Ja, ich war ja auch schon wieder im roten Bereich mit meinem Leben. Das wird noch ein spannendes Spiel. Du hast gesagt, auf normal geht das. Ich hätte wahrscheinlich von mir aus auf leicht gestellt. Aber dann, es ist blöd, weil da sind halt nicht nur die Kämpfe einfach, sondern auch die Rätsel total einfach. Ja gut, das ist doof. Da hast du recht. Nichts Besonderes. Das wird bestimmt noch was Besonderes. Ja. Irgendwann. In Teil 7. Oder so. Oder 8. Gib mir die Cola da. Ich will die Cola. Du kriegst die Cola nicht. Mano. Die Koffein- oder Energy-Drinks, die gibt's klar. Ich weiß gar nicht, ob es die in dem Teil schon gibt. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber da liegt auf jeden Fall noch ein Health-Drink. Der hätte dir bestimmt... Nee, ein Tonicum. Nee, hießen die so? Ja, da stand Tonicum dran. Genau. Und ich bin das von Lord Vega gewöhnt, die Health-Drink zu nennen. Okay. Da hängen drei Schlosser. Keys for Eclipse. Das könnte ein Hinweis sein. Nochmal speichern, genau. Ja. Okay, dann verstehe ich.
So, schauen wir mal eben auf die Karte. Da hinten ist ein Kreis, da ist irgendwie ein seltsamer Strich neben der Gasse, in der Gasse neben dem Café.